Hallo und herzlich willkommen zum Kinoressort bei Tagesschau 24. Vor 2 Jahren versammelten sich weltweit rund 4 Millionen Menschen zu Demonstrationen für mehr Klimaschutz. Es war der bis heute größte Erfolg von Fridays for Future. Danach wurde die Protestbewegung durch die Pandemie ausgebremst. Demos waren erstmal nicht mehr in dem Maße möglich und irgendwie hatten auch alle erstmal andere Sorgen. Regisseurin Katrin Pitterling blieb aber dran an den Klimaaktivisten und Aktivistinnen. Aufschrei der Jugend ist ein Blick hinter die Kulissen von Fridays for Future und ein Porträt der jungen Köpfe dahinter, deren Leben sich durch ihren Einsatz für einen besseren Planeten einschneidend verändert hat. Pünktlich zum Start des UN-Klimagipfels startet die Doku nun in den Kinos. Angemeldet waren 10.000 und wir sind schon über 100.000, also wir sind jetzt im sechsstelligen Bereich. Wir haben heute Geschichte geschrieben! Diese 14- bis 16-Jährigen bewegen die Welt. Ihre Euphorie wirkt ansteckend. Der Film zeigt, wie sich die KlimaaktivistInnen 2019 finden, quasi aus dem Nichts. Also diese Freude, diese Begeisterung zu erleben, das war ein unheimlich schöner Moment. Und gleichzeitig auch diese Schizophrenie in diesem Moment, als sie erfuhren, was im neuen Klimaschutzgesetz aktuell beschlossen wurde, dieser Absturz. Rasend schnell verbreitet sich damals die Nachricht vom enttäuschenden Klimakompromiss der Großen Koalition auf der Demo. Ja, ich habe eine Menge Leute weinen sehen, sagen wir so. Momente später verwandeln sie ihre Wut wieder in kämpferische Kraft. Sie lassen sich nicht entmutigen, auch später durch Corona nicht, als die Klimakrise plötzlich aus den Schlagzeilen verdrängt wird. Die MacherInnen von morgen erkennt Katrin Pitterling in ihnen. Sie war schon bei ihren ersten Treffen in Berlin dabei. Fasziniert von den jungen Menschen, begann sie auf eigene Faust mit den Dreharbeiten. Aus der preisgekrönten ARD-Fernsehdoku ist nun ein Kinofilm entstanden. Ein emotionaler Blick auf eine kämpferische Generation zwischen Protest und Schule. Ich musste leider ein bisschen früher gehen nach dem Orga-Treffen, weil ich noch Bio-Hausaufgaben machen musste. Eigentlich will ich unbedingt schlafen, weil ich morgen früh um 6.30 Uhr aufstehen muss. Diese Unbedingtheit und auch Kompromisslosigkeit, wie intensiv, wie ernst sie das genommen haben, fand ich eine ungeheure Erfahrung, auch für mich. What do you want? Sie marschieren, scheinbar einfach so, direkt in die Zentren der Macht. So wie die damals 17-jährige Clara. Erst am Vortag hat sie sich entschieden, vor der VW-Aktionärsversammlung im Mai 2019 zu sprechen. Hallo, ich bin Clara von Fridays for Future. Die Konzernchefin hat gesagt, unterstützt Fridays for Future. Das wollen wir sehen, und zwar in der Zukunft. Der Film zeigt, wie schutzlos die AktivistInnen im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen. Unerwartet hart treffen sie die Reaktion. Plötzlich war mein Gesicht so im Internet. Es war ein bisschen beängstigend. Man soll mich wegballern und irgendwie, dass man mir das Maul stopfen soll, dass ich ein Roboter bin, dass ich bezahlt von irgendwelchen Idioten bin. Man bangt tatsächlich darum, ob sie und wie sie da unbeschadet rausgehen in einigen Situationen. Und das traf alle Protagonisten in dieser Zeit. Unbeirrt kämpfen sie weiter, dass Ökologie ganz oben auf der Agenda steht. Leonie, die bundesweite Sprecherin von Fridays for Future, ist extra aus Köln gekommen, als sie im August 2020 den frisch gekürten Kanzlerkandidaten Olaf Scholz treffen. Das war der Moment, in dem ich diese 3 Jugendlichen in einer Erschütterung gesehen habe, wie in den 1,5 Jahren sonst nicht. Ich glaube, ganz dominant war auch dieses Ausweichen dahingehend, was alles nicht möglich ist. Ja, kann noch heiter werden. Immerhin. Sie haben erreicht, dass der Klimawandel das Wahlkampfthema wurde. Sie wissen, ändert sich jetzt nichts, ändert sich alles. Und mobilisieren sich für die UN-Klimakonferenz in Glasgow. Das war das Kinoressort bei Tagesschau 24. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.